Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge habe ich ja schon gesagt, wir werden uns in der Blutgrube wiedersehen. Und da hinten steht schon unsere, ich hätte fast Gefährtin gesagt. Hier drüben, meine Freundin. Niemand kam hier raus oder rein, solange ich gewartet habe. Das ist gut. Die Blutgrube. Wenn Namen wie Omen sind, so ist dies ein düsteres. Nach dem, was uns Arox über den Ort erzählt hat, gebe ich zu, dass ich dort keinen Fuß hineinsetzen wollte, bis wir jeder anderen Spur nachgegangen waren, die wir hatten. Glaubt ihr, dass ihr ja womöglich hier eingesperrt wart? Ich bin mir nicht sicher. Würde so ein Ort nicht Narben hinterlassen, die man nicht vergessen kann? Wenn ihr Elegian nicht hier begegnet seid, woher könntet ihr ihn dann kennen? Ich weiß es nicht. Und was spielt das schon für eine Rolle? Ganz gleich, wie wir uns begegnet sind. Ich hoffe nur, dass Elegian mir sagen kann, wer ich war, bevor diese Maske an meinem Gesicht angebracht wurde. Es wäre auch nett, wenn er uns etwas Brauchbares über den Kluftkataklysten erzählen könnte. Ja, die Frage ist jetzt, können wir hier reiten oder steigen wir hier direkt vom Pferd ab? Da, ein Aufseher. Finden wir heraus, was los ist. Erstmal ist hier auf jeden Fall noch ein Buch, das würde ich gerne mitnehmen. Hierarchien der Dedra Teil 2. Dieser blinde alte Narr ist nutzlos. Er gab nur Unsinn von sich. Er wird resistent gegen das Elixier bei Thynas Nopfos. Das lässt sich nicht verhindern. Nicht verhindern? Seid dankbar, dass ich nicht mein Vorgänger Arox der Verstümmler bin. Nopfos ist schwach. Ich hätte die Aufseherin für ihr Versagen vernichtet. Ja, hat er gesagt. Seid froh, dass ich nicht er bin. So, schauen wir mal. Wir könnten jetzt theoretisch hier durchreiten, aber nachher verpassen wir irgendwas. Da steht nur, erkundet die Blutgrube. Vorsicht, Aufseher von links. Naja, aber ich denke... Valkynas Nokvos. Wisst ihr, wann wir mit der Rückkehr von Arox, dem Verstümmler, rechnen können? Arox ging nie fort. Ich ließ ihn verfluchen, in eine Dedratte verwandeln. Nokvos! Ihr habt mir das angetan! Dieser blutleere Aschehaufen! Verbessert das Elixier, bevor ich zurückkehre. Und vergesst Arox. Er spielt für euch keine Rolle mehr. Damit hätten wir dann auch die Frage geklärt, wer es gewesen ist. Ich muss da runter, oder? Ich muss da hinten irgendwo hin. Die Frage ist, was muss ich denn überhaupt finden? Ich habe keine Ahnung. Ich versuche jetzt mal, so weit wie möglich einfach durchzukommen. Wobei, hier ist schon wieder draußen. Der Eingang ist ein Portal. Dort finden wir vielleicht einen Hinweis darauf, wo Elegians Elendshaft ist. Okay, hier ist es nicht. Guten Tag. Ach, da hinten. Ich hab's gefunden. Ich bin nur zweimal im Kreis gelaufen und hab alles mitgenommen, was hier war. Aber ich hab's gefunden. Ich könnte doch gerade noch E drücken. Och, wollt ihr mich denn veräppeln? Wo kommst du, Idioten, schon wieder her? Och, Leute, nervt mich doch nicht. Ihr wart doch alle gerade gar nicht hier. Alter. Ich hau dir die Fresse an. So. So. Kann man jetzt hier wieder normal spielen? Mensch. Eine Aufstellung der Gefangenen, die in der Blutgrube festgehalten werden. Ziemlich weit oben steht der Name Elegian auf. Mit der Notiz wird auf besonderen Befehl in Elendshaft im südwestlichen Teil des Gefängnisses festgehalten. Gegen Ende der Liste fällt euch unter geheime Gefangene der Name Arox der Verstümmler ins Auge. Neben dem Namen steht die Notiz vermisst. Aha. Möglicherweise wird von sterblichen Gefangenen aufgefressen. Also möglicherweise von sterblichen Gefangenen aufgefressen. Erzählt auf jeden Fall Valkynas
Nokvros nichts davon. Also im Südwesten müssen wir auf jeden Fall hin. Irgendwie ist gerade eine Notiz weggegangen. Ja, im Südwesten und ich habe so eine komische Kinderzeitung hier. Zeitschrift. Oh Gott, ich kann heute gar nichts mehr sagen. Zeichnung. So, da ist auf jeden Fall eine Brücke, wo man hochgehen kann. Aber wo müssen wir dann hin? Müssen wir dann hier hoch oder... Ich hab doch absolut keine Ahnung. Diese Karte wurde offensichtlich von einem Gefangenen gezeichnet. Kehr zurück! Habt ihr euer Verhör abgeschlossen? Bei Kühners Nokvros? Nichts als die reinste Zeitverschwendung. Immerzu wiederholt er sich. Sichert die Elendshaft, bis ich zurückkehre. Ich muss gehen. Diese ermüdende, sterbliche Seldina besteht auf meine Anwesenheit. Verbessert das Elixier vor meinem nächsten Verhör. Er kommt davon! Ich töte ihn! Ja, dann mach das doch. Vor allen Dingen in deiner aktuellen Gestalt. Was haben wir denn hier? Können wir damit nicht einfach auf die Dedra schießen oder so? Das wäre viel lustiger. Findet ihn. Ja, Moment. Im Südwesten. Sind wir jetzt nicht im Südwesten? Ah ne, jetzt auf einmal wird mal was angezeigt. Das ist schön. Das habe ich schon länger vermisst. Ehrlich gesagt. Das ist sie. Die Elendshaft. Achso, im Südwesten der Elendshaft, oder? Oder im Südwesten von dem ganzen Gebiet. Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich an die Gerüche dieses Orts. Der alte Seher sollte hinter einer leuchtenden Tür sein. Ja. Nur noch ein Hindernis. Irgendwelche Ideen? Und ich meine mich daran zu erinnern, dass das hier irgendwie ein Rätsel war. Obwohl da hinten, Moment, da ist ein Siegel. Vielleicht können wir das gleich aufbrechen. Falls Arox recht hat, ist Elegion hinter dieser leuchtenden Tür. Das sind aber eine Menge Sicherheitsvorkehrungen für einen blinden alten Seher. Ich schätze, wir müssen herausfinden, wie man Elegions Zelle öffnet, wenn ich mich wirklich mit ihm unterhalten will. Habt ihr es euch anders überlegt? Ich dachte, ihr wärt ganz begierig darauf zu erfahren, was Elegion über eure Vergangenheit weiß. Ja, das dachte ich auch. Doch was, wenn etwas in meiner Vergangenheit ganz furchtbar ist? Was, wenn das der Grund ist, warum ich mich nicht daran erinnern kann oder will? Nun gut, bringen wir es hinter uns. Ich glaube, wir können Luminid-Kristalle einsetzen, genau wie im Badehaus in den Bruchgassen. Luminid? Oh. Helft mir da auf die Sprünge. Ja, ich wollte gerade noch erklären, wie es geht. Luminite können mit Energie aufgeladen und dazu verwendet werden, alle möglichen Dinge zu aktivieren. Wie vielleicht auch, um diese Tür zu öffnen. Sammelt ein paar Luminite und sucht nach einer Dynamusquelle, um sie aufzuladen. Es muss hier irgendwo eine geben. Vielleicht dort oben auf dem Balkon. In Ordnung, ich suche nach Luminiten. Wenn man auch nur ein bisschen Zeit damit verbringt, Ferngrab oder die verschiedenen Regionen im Reich des Vergessens nach nützlichen Dingen zu durchstöbern, stößt man unweigerlich auf ein paar dieser dädrischen Gerätschaften. Luminite sind in der Regel leicht zu finden. Das Knifflige ist, eine aktive Dynamusquelle aufzutun. Das ist toll, aber ich habe dich nicht danach gefragt. Was sollte ich noch gleich tun? Halten wir uns für dumm? Jetzt mal ganz ehrlich. Sammelt ein paar Luminitkristalle. Vorzugsweise ein aufgeladenes Luminit. Dann können wir diesen Verdränger aktivieren, damit ihr zum Balkon hinaufkommt. Wenn ihr aufgeladene Luminite in den Entladelimbi oben platziert, bin ich mir ziemlich sicher, dass das die Zellentür öffnen wird. Ja, und ich meine mich daran zu erinnern, dass wir die auch mitnehmen müssen und wieder in eine andere reinstecken müssen und so. Da kriege ich Kopfschmerzen, wenn ich mir immer das Gleiche anhören muss hier. Was, wenn ich keine geladenen Luminite finden kann? Dann liegen hoffentlich ein paar ungeladene Kristalle herum. In diesem Fall werden wir eine Dynamusquelle brauchen, um sie aufzuladen. Warum seht ihr euch nicht einmal um? Würde ich gerne, durfte ich aber nicht. Es gibt eine Entsiegelungsrune auf dem Balkon oben. Sie entriegelt die Zellentür. Und da drüben, ein geladenes Luminit. Nehmt es und platziert es im Entladelimbus. So, schauen wir mal eine an. Wir haben sogar eine geladene. Ich denke mal, wir müssen... Achso, nee, das ist das hier, ne? Was ist denn das jetzt hier gewesen? Das ist zum Beladen, glaube ich. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Und hier das... Nee, das ist Entladelimbus. Oder kommt dann hier ein Portal? War das so? Bin mir gerade nicht sicher. Ich sehe zwei Ent-
Ah ja, ja, ja. Sucht Luminit, ladet es und platziert es dann dort. Okay, das kommt man nicht lesen. Die Maskierte hat recht. Wir brauchen geladenes Luminit. Hi, Basti. Warum stehst du mir so nah im Weg? Vor allen Dingen der Blick dabei. So, an mir kommst du jetzt nicht vorbei. Gut, da oben könnten wir theoretisch rum. Da vorne sind zwei Endladestationen, wenn ich das richtig sehe. Das ist quasi schon... Nee, das sind... Ah, das sind Aufladestationen, oder? Moment, hier unten. Optionale Schritte. Sprecht mit der... Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Nee, ich will jetzt nicht mit ihr sprechen. Eigentlich will ich schon mit ihr sprechen, aber ich laufe da jetzt nicht extra nochmal runter, um mit ihr zu sprechen. Hier können wir nichts machen. Oder müssen... Nee, das ist aber optional, stand da. Hier können wir auch nichts machen. Jetzt bin ich doch ein bisschen verwirrt. Oder musste ich die mit nach unten nehmen? Ach nee, da war Entladen, oder? Den ich gerade hatte. Moment. Ich bin natürlich automatisch davon ausgegangen, dass der schon geladen war. Aber hier kann ich trotzdem nichts machen. Jetzt rede ich am besten... Ah, Moment, hier ist noch einer. Da ist noch einer. So. Aktiviert die Rune. Jetzt können wir auch gar nicht mehr mit ihr sprechen. Okay. Achso, jetzt darf ich das Ding... Ich musste zwei. Warum musste ich zwei haben? Keine Ahnung. Egal. Dann gehen wir jetzt nochmal hoch. Sind die jetzt aber beide aufgeladen? Weil der hat jetzt quasi nur einen aufgeladen, oder nicht? Oder hatte die jetzt zwei in der Hand? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich kann auch sein, dass die zwei in der Hand hatte gerade. Schnell aktiviert die Rune des Entsiegelns, bevor ein Aufseher vorbeikommt. Gut. Je früher wir mit dem alten Seher fertig sind, desto früher kann ich Nockfrost bestrafen. Gut. Finden wir heraus, was Elegian uns über Kataklysmen und über meine verborgene Vergangenheit erzählen kann. Ist da jemand? Nein, keine Visionen mehr. Ich will nicht mehr trinken. Trinken, trinken, stinken. Ha. Der blinde Seher ist verrückt. Ich warte euch, Herren. Ja. Das ist der alte Mann. Aus meiner Erinnerung. Fragt ihn, ob er sich an mich erinnert. Könnt ihr sie alle hören? Ich höre sie alle. Gießt die Jahreszeit auf die Kohlen. Dann kann sich jedes brave Kind einen Süßkringel holen. Moment. Ist das die neue Stimme, nur ein bisschen verstellt, von Catwill? Also ich habe das jetzt nur einmal hier durchgespielt mit meiner Main auf dem privaten Account. Aber... Ich glaube, das ist die neue Stimme von Catwill. Elegian, könnt ihr mich hören? Wo können wir den Kluftkataklysten finden? Mehr Fragen? Keine Fragen mehr! Ist das schon Blütezeit? Das war immer meine liebste Zeit im Jahr. Ja, und irgendwie scheint er auch genauso bekloppt zu sein wie Catwill. Elegian, was ihr sagt, ergibt keinen Sinn. Alle meine Ideen fort. Sie gossen sie aus und jetzt bin ich eine leere Flasche. So leer. Manchmal ist wieder alles richtig. Für gewöhnlich nicht. Aber so viele, viele Fragen. Ich werde sie nicht beantworten. Es sei denn, riecht hier Blumen? Blumen. Krumen. Mumen. Nockfrost hat ein Elixier erwähnt, oder? Falls ihr eines finden könnt, vielleicht beruhigt ihn das etwas. Regenhand in einer Flasche. In Elegians Gefasel steckt Sinn. Vielleicht versucht er, die Visionen zu beschreiben, die ihn heimsuchen. Das Elixier, das Nockfrost erwähnte, es klang, als hätte er es immer dann benutzt, wenn er kam, um den alten Mann zu verhören. Ihr glaubt, diese dahingefaselten Worte sind eine Art Hinweis?
Er erwähnte den Frühling. Könnte das Elixier mit einer Jahreszeit in Verbindung stehen? Und er sagte etwas darüber, es auf Kohlen zu gießen. Da sind Feuerschalen direkt neben ihm. Was schlagt ihr vor? Seht euch nach Elegians Elixier um. Ich könnte mir vorstellen, dass die Aufseher es irgendwo in der Nähe behalten, für den Fall, dass sie mit ihm reden müssen. Etwas in einer Flasche mit einem Bezug zum Frühling. Das wäre meine Vermutung. Ich werde nach dem Elixier suchen. Die Frage ist nur, wo? Das riecht nach abgekochtem Orgrimfett. Ich mag es, aber den alten Seher würde es umbringen. Umbringen? Oh, Galle. Köstlich. Wahrscheinlich kann man damit nicht den Verstand eines Sterblichen aufklären. Das riecht falsch. Nur Hitze und sterblicher Schweiß. Vertraut mir. Okay. Ach, da hinten ist noch eine. Ich dachte eigentlich, das wäre die letzte gewesen. Aber dann muss das ja eigentlich sein. Mit grasgrünem Elixier. Die Flasche riecht nach Nirn. Ich hasse es, aber diese wirklich lächerliche Nase irrt sich nie. Probiert es, Herrin. Gießt das in die Feuerschalen. Ja, ich wollte nur nicht zu nah ran, weil sonst wird wieder unterbrochen, was deren Sagen ist. Das ist immer blöd. Er sagte in die Feuerschalen, nicht einen halben Meter davor, ja? Ich gehe mal extra nah ran, so. Nee. Ich soll trotzdem nicht reingehen. Wolfi, kannst du vielleicht mal ein bisschen da weggehen? Ich muss mal mit dem reden. Mein Geist wird still. Frei von diesen grässlichen Visionen. Ich kenne euch nicht, Fremde. Doch ich danke euch und den anderen, die ich höre. Das Elixier gewährt mir nur einige wenige Augenblicke der Klarheit. Also sprecht schnell. Was wollt ihr mich fragen? Wir suchen nach dem Kluftkataklysten. Könnt ihr uns helfen? Diese üble Schöpfung. Nockfrost war gerade hier und hat danach gefragt. Der Kluftkataklyst ist meine Bürde, meine Strafe, mein größter Kummer. Ich erkannte nicht, zu welchem Zweck meine Entwürfe genutzt werden würden. Warum sucht ihr danach? Wir haben vor, ihn zu zerstören. Die Verkörperungen, die er erschafft, bedrohen Ferngrab und Nirn. Ja, ich glaube, ihr spricht die Wahrheit. Es wäre gut, ihn zu vernichten. Ihr findet den Kataklysten, wenn ihr zum Gipfel des Annihilarchen geht. Nockfrost spricht in meiner Gegenwart ganz offen. Er hält mich für verrückt, meint, dass ich nichts höre. Nun, ich bin verrückt und blind. Aber ich bin nicht taub. Meine Gefährtin, die Anachoretin, kennt ihr sie? Die Anachoretin? Nein, dieses Wort habe ich noch nie gehört. Doch ich spüre mein Werk. Sie trägt meine Maske, oder? Ich habe diesen verfluchten Gegenstand hergestellt. Er unterdrückt Erinnerungen. Sowohl die der Trägerin, als auch die jener, die sie kannten. Alle vergessen alles. Sprecht rasch, Fremde. Erzählt mir mehr über die Maske der Anachoretin. Ich kann euch nicht sagen, für wen ich die Maske gemacht habe oder warum. Die Verzauberung, die ich entwarf, unterdrückt nicht einfach die Erinnerungen der Trägerin. Sie entfernt die Trägerin auch aus dem Gedächtnis all jener, die sie kannten. Wer auch immer sie war, diese Person ist vergessen. Aber ich habe sie nicht vergessen. Natürlich nicht. Die Maske verbirgt, wer sie war und nicht, wer sie jetzt ist. Überlegt es euch lieber zweimal, ehe ihr danach trachtet, die Maske von eurer Freundin zu lösen.
Sie wurde höchstwahrscheinlich zu ihrem eigenen Schutz mit diesem Fluch belegt. Wer seid ihr? Wie seid ihr an diesen Ort gelandet? Vor langer Zeit war ich ein Mottenpriester. Ich las in den Schriftrollen der Alten und bezahlte für das Wissen, das ich gewann mit meinem Augenlicht. Doch als Morikar noch Kaiser war, wurde ich von Dienern von Merunes Dagon entführt. Sie brachten mich in die Totenländer. Warum habt ihr den Kataklysten für sie entworfen? Dagons Diener brachen mich. Sie trieben mich mit Qualen und Illusionen so weit in den Wahnsinn, bis ich nicht einmal mehr wusste, was echt und was ein Albtraum war. Der Entwurf des Kataklysten ist nur ein Erzeugnis meines Deliriums. Wenn auch das mit Abstand Schlimmste, befürchte ich. Wir können euch helfen, von hier zu fliehen. Für mich gibt es keine Flucht. Mein Gefängnis ist der Wahnsinn. Noch sehr viel mehr als diese Zelle. Die Wirkung des Elixiers hält nie sehr lange an. Es ist besser, mich hier zu lassen. Wenn ihr mich von hier fortholt, werden Dagons Diener wissen, dass wir geredet haben. Sie wären gewarnt. Hab Dank, Elegian. Wir kümmern uns um den Kataklysten. Wie eine freundliche alte Eule. Ich wünschte, ich könnte euch helfen. Eine freundliche alte Eule? Ich erinnere mich. Ein junges Mädchen nannte mich einst so. Ich habe etwas für euch. Ihr habt etwas für mich? Was? Dieses Amulett. Ich bewahre es schon sehr lange auf. Für euch, glaube ich. Geht. Mein Verstand. Wand. Wand. Brand. Erfüllt sich mit einem Sturm. Ein Abfluss an der Ostmauer. Das ist unser Ausgang, Herrin. Wir sollten uns beeilen und nach Elends Spitze zurückkehren. Auf Wiedersehen, alte Eule. Wir treffen uns in Elends Spitze. Er erinnerte sich an meine Maske und dieses Amulett, aber nicht an mich. Ich hoffte, Elegian würde in der Lage sein, mir zu erzählen, wer ich bin oder woher ich ihn kenne. Es ist enttäuschend. Aber zumindest hat er halbwegs meine Maske erklärt. Und er hat uns erzählt, wo man den Kluftkataklysten findet. Doch ich weiß nicht, was ich mit diesem Amulett anfangen soll. Tja, ich würde sagen, das gilt es noch herauszufinden. Ich würde auch sagen, dass das hier der perfekte Moment ist, um einen kleinen Cut zu machen. Und dass wir uns dann in der nächsten Folge in Elends Viertel wiedersehen. Und ja, ich denke mal, da erstmal Bericht erstatten und dann hören werden, wie wir weiter vorgehen werden. Ich finde es nur doof, dass ich die ganze Zeit sie angucken muss und nicht hier... Naja, wenigstens geht so einigermaßen. Ich sag dann einfach mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.